der letzten Folge. Ich identifiziere mich jetzt als Frau. Mhm. Könntest du mich schwängern? Hat irgendeiner von euch eine Minute Zeit für unser 60-Sekunden-Podcast? Nur die Frage ist, ob man wirklich sein biologisches Geschlecht ändern könnte. Weil wenn ich mir jetzt verschiedene Hormone injizieren lasse und mir womöglich auch zum Beispiel den Hoden entfernen lasse, bin ich dann nicht eigentlich eher ein kastrierter Mann aus biologischer Sicht? In dieser Folge. Gesellschaftlich kann eine Frau auch einen Penis haben. Das könnte das Kind womöglich verwirren. Mich auch. Da geht es darum, dass eine Frau im Frauengefängnis sagt, sie wurde von einem Transgender-Mann-Frau vergewaltigt. So 14-Jährige gegen den Willen ihrer Eltern hormonell behandeln, ja, nein? Wie würdest du spontan antworten? Was ist eine Frau? Keine Ahnung. Wie viele Geschlechter gibt es? Hoffentlich genügend. Meine Frage, ob ich eine Frau sein kann, hat in den letzten Wochen im Internet ziemlich für Furore gesorgt. Knapp 1 Million Aufrufe hier auf YouTube und sogar mehr als 1 Million auf TikTok. Überschwemmte Kommentarbereiche und mein Posteingang, der platzte. Die Resonanz fiel deutlich mehrheitlich positiv aus, aber logisch, es gab auch Kritik. Tu mir einen Gefallen und hör auf, Biener zu denken. Das ist so unglaublich dämlich. Eine transsexuelle Frau wird niemals eine biologische Frau sein. Aber das behauptet auch niemand. Nach einer geschlechtsangleichenden OP bist du also rein faktisch eine Frau. Das behauptet auch niemand. Ja, lassen wir das mal so stehen, denn darauf werde ich in einem separaten Video eingehen. Und wenn du genau bei diesem dabei sein willst, dann reagiere bzw. stitche gerne auf meine TikToks oder noch besser, benutzt diese App gar nicht erst. Aber zurück zum Thema, denn genau dieses ist noch lange nicht abgeschlossen. Freut euch also auf den zweiten Teil dieses 60-Sekunden-Podcasts und Grüße gehen raus an Sneeko, indem ich denselben Teilnehmern wie in der letzten Folge Zeitungsartikel vorstellen werde, die es wirklich in sich haben. Ob ich mit der Legende Knackfluff und all den anderen Teilnehmern doch noch auf einen gemeinsamen Nenner komme, finden wir es heraus. Der 60-Sekunden-Podcast. Ein neues Selbstbestimmungsgesetz? Ja. Der Geschlechtseintrag im Pass soll künftig durch eine einfache Erklärung beim Standesamt geändert werden können. Also sprich, einmal im Jahr darf man beim Standesamt sagen, ich bin ein Mann oder eine Frau. Finde ich eigentlich gut. Warum? Also es ist mal etwas, was einfach funktioniert von der Bürokratie. Das Erste, was in Deutschland, glaube ich, bürokratisch einfach wäre. Würdest du das Gesetz unterschreiben? Nein. Okay, warum? Weil ich der Meinung bin, dass es trotzdem gewisse Prozesse erfordert oder beziehungsweise nachgeschaut werden muss, inwiefern die Person das so auch wirklich für ihr Leben beansprechen möchte, weil es eben sonst einfach eine Gefahr darstellt für Frauen in separaten Frauenbereichen, wenn dort eben gelesen männliche Personen, die sich einfach nur im Pass umbenennen, immer rein können. Apropos, du sagst es, kennst du das Fitnessstudio für Frauen dort vorne? Ja. Ich habe heute probiert, dort reinzukommen. Ach echt, ja? Ja, ja. Ja, sieht ganz nett aus von innen. Deswegen dachte ich mir, ich identifiziere mich als Frau. Darf ich dort jetzt trainieren? Was meinst du, habe ich für eine Antwort bekommen? Nein. Ja, nö, ne? Ja. Aber warum denn nicht? Das ist doch unsolidarisch. Ja. Ich meine, ich bin ja eine Frau, wenn ich mich so identifiziere. Ja, richtig. Und oder doch nicht? Weil sonst hätte ich ja jetzt reingedurft. Nee, dann ist es ja auch okay. Wenn du dich so siehst, ist das ja auch völlig okay. Aber macht... Also, Dann müssten die eigentlich auch sagen, komm rein und mach dein Ding da. Weil es wahrscheinlich für biologisch gelesene Frauen vor allem gedacht ist, eben die sich beim Fitness unwohl fühlen, wenn ein biologisch gelesener Mann da ist. Ja. Würdest du das verstehen können, dass man sich da unwohl fühlt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich dann jetzt in 3 Jahren sage, oh, ich möchte es jetzt aber wieder andersrum, ich weiß nicht, ob man sich da festlegen muss. Also wenn ich jetzt sage, ich ändere das jetzt. Warte mal eine Sekunde kurz. Ja. Mhm. Ah, jetzt hört er genau auf, ist auch schön. Wenn ich jetzt dann sage, ich möchte es aber nach 3 Jahren wieder ändern. Jährlich soll man das wohl dann ändern. Oder jährlich. Na prima. Also ich glaube, es gibt ein ziemliches Chaos. Mir ist es wurscht. Also ich sehe auch ein paar Schwierigkeiten, die damit kommen, wenn man es einfach so ändern kann. Ich meine, das biologische Geschlecht sollte, glaube ich, bis zu einem gewissen Status beibehalten werden, außer wenn es halt wirklich objektiv geändert wurde. Wenn man jetzt das Geschlecht einfach ändern kann, ich meine, ist jetzt ein krasses Beispiel, aber sagen wir mal, die Polizei sucht jemanden und kann nicht sagen, es ist ein Mann oder eine Frau, weil du das so schnell ändern kannst im Pass. Also nur ein Beispiel, ja. Von daher, ich denke, da gibt es noch andere Problematiken, die damit einhergehen. Definitiv. Da haben wir als kurzen Schnelldurchlauf einmal eine Siegerehrung, Frauen schwimmen. Und auf Platz 1 hat Transgender-Woman Leah Thomas den ein oder anderen Rekord gebrochen. Was haltet ihr davon,
Männer, die sich als Frauen identifizieren, mit in den Frauensport zu integrieren? Da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich persönlich auch eher bei den drei anderen Kandidatinnen bin, weil natürlich haben Männer aufgrund der naturgegebenen Körperbaus gewisse Vorteile, zum Beispiel im Kraftsport oder sowas. Und deswegen gibt es ja auch in gewissen Sportarten eben diese Unterscheidung. Genau. Und wenn man dann quasi diesen unfairen Vorteil ausnutzt, indem man quasi eine Transfrau ist und seine natürlichen Körperbauvorteile nimmt, um in dem Sport gute Ergebnisse zu erzielen, dann ist es natürlich unfair gegenüber den anderen Teilnehmern und von daher sehe ich den Punkt von den drei anderen Teilnehmerinnen. Da würde ich schon sagen, das ist vielleicht ein echtes Problem, ne? Weil man hat das ja häufiger auch schon mal so bei Läuferinnen gesehen, also dass die echt flott sind, ne? Ja. Und ja, weiß ich nicht, also was man da machen kann. Ich meine, man kann denen ja keine Eisenkugel ans Bein machen, damit sie langsamer sind. Ja, man könnte sagen, es gibt Frauensport, Männersport und Transgendersport. Weil dann würde der Frauensport wahrscheinlich fairer sein, wäre meine Einschätzung. Wahrscheinlich, ja. In den USA gab es eine 80-jährige Frau in einem Schwimmbad, die in einer Umkleidekabine mitbekommen hat, wie für sie augenscheinlich ein Mann vier, fünf kleine Mädchen beobachtet hat, wie sie ihre Hosen ausziehen, auf Toilette gehen. Daraufhin hat dann die ältere Dame gefragt, ob er oder sie dann eben einen Penis hat. Das wollte der Gegenüber nicht beantworten. Ende der Geschichte war, dass die 80-jährige Frau aufgrund ihrer Beschwerde rausgeschmissen worden ist. Ja, also das finde ich auch sehr schwierig zu beantworten auf jeden Fall. Ich meine, wenn es eindeutig ist, dass jemand dort ist, der als Spanner quasi in der Umkleidekabine ist und nicht, weil er einfach oder sie, wie auch immer, sich eben als Frau definiert und deswegen auch in die Frauenumkleide geht, finde ich, da muss man auch schon was sagen. Ja. Aber man weiß natürlich nicht, wie es wirklich war dann am Ende. Genau. Man muss die Geschichte vielleicht ein bisschen anders sehen. Wenn diese Transgender-Frau wirklich jetzt explizit da kleine Mädchen beobachtet hat, das würde ich auch nicht schön finden, wenn das jetzt eine Nicht-Transgender-Frau machen würde. Also es hat eigentlich niemand zu machen. Ich verstehe aber nicht, warum sie jetzt diese 80-Jährige, also da habe ich dann, sie war halt aufmerksam und diese Transgender-Frau hätte ja auch irgendwie etwas vorhaben können, was vielleicht nicht so ganz nett ist. Ja, das wird als eine Art Gewalt definiert, wenn man sozusagen jemanden abspricht, ein bestimmtes Geschlecht zu haben, weil das beleidigend oder angreifend wäre. Und daraufhin gab es dann Sanktionen für diese Frau. Ja, bei dem dritten Fall und letzten Fall, da geht es darum, dass eine Frau im Frauengefängnis sagt, sie wurde von einem Transgender-Mann-Frau vergewaltigt. Da gab es in den USA und Kanada teilweise Fälle, dass sogar verurteilte Vergewaltiger in ein Frauengefängnis gekommen sind, weil sie sich als Frau definiert haben und dann im Gefängnis weiter Frauen vergewaltigt haben. Das sind extreme Fälle natürlich. Einzelfälle haben den Vorzug, dass sie völlig irrelevant sind. Das sind ja wirklich Extremfälle, auch bei dem Fall davor. Ich meine, nur weil du jetzt sagst, du identifizierst dich als Frau, darfst du nicht als immer noch biologischer Mann Kinder beobachten in der Umkleide. Also das eine ist ja was anderes und genauso bei diesem Fall auch. Wenn jemand, der sich als ein anderes Geschlecht definiert, ins Gefängnis kommt, wo er denn rein muss und vor allem dann noch ein Vergewaltiger ist, denkt man nicht alle Tage drüber nach, über die Frage. Ja. Wird aber vielleicht auch gar nicht so oft berichtet. Aber eine Ausnahme stellt hier ein Weltartikel dar. Das war eine Meinung von verschiedenen Wissenschaftlern, die den Artikel verfasst haben, wie ARD und ZDF unsere Kinder indoktrinieren. Bevor wir zu dem Artikel aus der Welt kommen, die Frage: Kennst du eigentlich CyberGhost? Klingt, als müsste ich gleich wieder vorspulen. Oder du gibst mir kurz die Minute, um den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Mit CyberGhost kannst du auf Inhalte zugreifen, die in deinem Land eigentlich gesperrt wären. Du kannst nämlich super simpel den Standort deiner Online-Aktivität verändern, damit neben rt.de auf das Streaming-Angebot von 40 verschiedenen Plattformen zugreifen und so zum Beispiel gratis Formel 1 auf dem österreichischen Fernsehsender ORF schauen. Darüber hinaus wird deine IP-Adresse verborgen und durch einen sogenannten VPN-Tunnel geleitet. Damit bleibt deine Online-Aktivität geheim und das selbst vor CyberGhost selbst, denn die haben nämlich eine strikte No-Log-Policy. Magazine wie PC-Welt, Chip.de und Computerbild loben CyberGhost in hohen Tönen und 38 Millionen weltweite Benutzer mit einer zusätzlichen 5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot bestätigen dieses Lob. Mein Tipp: Ein Account funktioniert auf bis zu
7 Geräten gleichzeitig. Perfekt also, um es dir mit deiner Familie und Freunden zu teilen. Mit dem Link in der Beschreibung bekommst du 4 Gratismonate und zusätzlich 84% Rabatt. So kostet der Service gerade einmal 1,94 Euro im Monat. Darüber hinaus ist es durch die 45 Tage Geld-Zurück-Garantie ein Abo ohne Risiken. Bevor wir zu dem Artikel aus der Welt kommen, die Frage, wie viele Geschlechter gibt es? Hoffentlich genügend. Das war die Antwort. Okay. Also, wenn wir mal anfangen aufzuzählen, wie würde das aussehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie weit kommen Sie? Ja, also ich würde bis 2 kommen. 2. Und Sie? Ich habe neulich einen Artikel im Tagesspiegel gelesen. Es gibt garantiert mehr. Können Sie die aufzählen? Nein, die genaue Zahl weiß ich nicht. Ich finde es wichtig, dass Kinder wissen, dass Geschlechterrollen, also gesellschaftliche Geschlechterrollen, eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten. Dass es einfach eigentlich diese ganzen Rollenklischees und traditionellen Bilder eigentlich generell abgeschafft werden sollten. Aber ist dann halt ein bisschen fragwürdig, ob dann nicht andere Geschlechter, also definierte, das nicht eher stärken, weil dann halt die Frage ist, worüber wird dann das andere Geschlecht definiert, wenn nicht biologisch? Gerade weil im Kindesalter ja bekannt ist, die erkunden die Welt, sie fragen, und wenn sie dann Antworten bekommen wie ja, eine Frau hat weibliche Geschlechtsmerkmale biologisch gesehen, aber gesellschaftlich kann eine Frau auch einen Penis haben. Das könnte das Kind womöglich verwirren. Mich auch. Ja, auf jeden Fall, aber da geht es ja dann auch nicht über das also wenn man gesellschaftlich, dann geht es ja nicht um das Biologische. Ich glaube schon, dass Kinder da mehr tatsächlich das fassen können, als man denkt. Weil sie sehr viel Fantasie haben. Eben, aber halt auch einfach, weil sie, glaube ich, schon das besser verstehen können tatsächlich, dass ein Frauenkörper nicht unbedingt mit dem Charakter zu tun hat, aber ja. Okay. Ich habe mal hier 2 Auszüge herausmarkiert. Wir wollten herausfinden, ob es tatsächlich stimmt, dass in Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die bestätigte wissenschaftliche Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt wird. Haben Sie herausgefunden? Ja, selbst bei der Sendung mit der Maus wird unter anderem beschrieben, dass es mehrere Geschlechter gibt. Des Weiteren haben Sie kritisiert, dass die Grünen und FDP ja ein transsexuellen Gesetz aufstellen wollen, nachdem 14-jährige Kinder auch gegen den Willen ihrer Eltern über hormonelle und operative Anpassungen entscheiden können. Ich glaube, bei dem Alter kann man auf jeden Fall noch diskutieren, abwägen, ob Kinder in dem Alter schon die Reife haben oder Wissen oder Selbstbewusstsein haben, mit 14 sowas zu entscheiden. Das ist ja mitten in der Pubertät, mitten, ja, wo die Hormone noch verrückt spielen. Ja, genau, genau. Darf ich fragen, haben Sie Kinder, Enkelkinder? Nein. Nein. Okay, wenn Sie jetzt... Hagestolz. Ich bin Hagestolz. Okay, was bedeutet das? Also, das nennt man so dann. Wissentlich und unwissentlich gibt es keine Kinder von mir. Ach so, aber wer weiß, mit ein bisschen Glück. Okay, hätten Sie jetzt eine 14-jährige Tochter oder einen 14-jährigen Sohn und der sagt, du, ich werde mir jetzt Hormone spritzen lassen. Was wäre die Antwort von Ihnen? Ich würde sagen, überleg dir das ganz genau, frag einen Arzt und dann... Der Arzt sagt ja. Das würde ich machen wie bei Dignitas in der Schweiz. Hol vorher eine zweite Meinung ein. Die zweite Meinung ist immer gut. Die zweite Meinung sagt ja. Wenn du dich anders fühlst, los geht's. Dann würde ich dem Sohn sagen oder der Tochter sagen, jetzt... Jetzt kommt der Zug. Ich würde versuchen, dem Kind zu suggerieren, dass es mit allen Fragen auch zu mir kommen könnte, dass aber die Entscheidung, wenn es überhaupt schwankt, bei ihm liegt. Auch mit 14? Ich bin ja so schön, dass ich habe garantiert kein jetzt 14-jähriges Kind, aber dies müsste man wohl konsequent den Kindern dann auch anvertrauen, ja. Okay, ich muss leider los. Vielen Dank aber. Okay, also 14-Jährige gegen den Willen ihrer Eltern hormonell behandeln, ja, nein? Dazu werde ich nichts sagen. Finde ich schwierig. Ich finde, auf jeden Fall, das sollte nicht abhängig von den Eltern gemacht sein, da es eben einfach noch viele Eltern gibt, die wahrscheinlich
einfach älter sind aus einer anderen Generation und dem gegenüber sehr konservativ eingestellt sind. Ich finde, eine operative Umwandlung ist dann vielleicht nochmal was anderes, aber eine hormonelle darauf Vorbereitung finde ich absolut legitim auch schon. Hormonelle Vorbereitung bedeutet in dem Fall, dass man während des pubertären Prozesses mit Hormonblockern eingreift, sprich ein Junge würde dann eben kein Testosteron mehr beispielsweise ausschütten können und dadurch die Pubertät sozusagen auf Pause legen. Kannst du dir vorstellen, dass es dort auch medizinische Bedenken gibt? Da kenne ich mich tatsächlich eigentlich nicht gut genug für aus, aber ich denke nicht, dass es die medizinischen Bedenken groß genug wären, als dass dieses Risiko in Kauf genommen werden würde generell sonst. Was ist, wenn ich dir sage, dass es nicht eine Studie gibt, wie sich das auf Kinder langfristig auswirkt? Im negativen Sinne, weil im positiven Sinne gibt es ja wahrscheinlich doch relativ viele Studien an Personen, die sich eben umwandeln lassen haben und jetzt glücklich sind. Aber ich denke, ich habe da ehrlich gesagt genug Vertrauen in die Wissenschaft und in die Medizin. Ein Mädchen im Alter von 14 Jahren kann auch die Pille verschrieben bekommen. Ist auch eine hormonelle Sache und muss sie selbst entscheiden können. Deswegen, klar, das ist ein schwieriger Vergleich jetzt, aber ich finde auf jeden Fall, dass diese hormonelle Therapie auch Kindern ab 14 die Möglichkeit haben sollen. Super, vielen Dank. Dann eine Frage noch. Nee, das ist tatsächlich der Abschluss, das möchte ich dir noch mitgeben. Das ist jetzt ein Journalist, der durch Amerika gefragt hat, was eine Woman, was eine Frau ist. Genau. Und was würden Sie sagen? Was ist eine Frau? Es gab vor langen, langen Jahren die erste. Jetzt kommt jetzt wieder eine Geschichte. Was ist eine Frau? Na gut. Es gab vor ganz, ganz langen Jahren eine Fotoausstellung, die hieß Der Mensch. Das war, glaube ich, die erste Fotoausstellung. Wissen Sie, wie der Titel der zweiten Fotoausstellung war? Die Frau. Genau, hervorragend. Dann wissen Sie auch die Antwort. Was ist eine Frau? Fängt die Frau an. Ja. Ladies first. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so, also das kann man, glaube ich, gar nicht in einem Wort oder in einem Satz zusammenfassen. Ich glaube, jemand, der sich beispielsweise um andere kümmert und irgendwie Fürsorge zeigt und zuhört und so weiter, das sind ja auch Eigenschaften, die man eher Frauen zuspricht oder Müttern zum Beispiel. Und wenn man, also ich meine, diese Eigenschaften würden ja auch auf Männer zutreffen. Deswegen die Frage, ja, was ist dann nun die Frau? Ja, es ist schwierig und... Ich weiß gar nicht, ob, also ich habe mir die Frage auch nie gestellt, auch bis heute. Eine Frau ist ein Mensch, der sich wie eine Frau fühlt oder der sich selbst als Frau definiert. Würdest du verstehen, dass ich damit ein Problem hätte? Ja, auf jeden Fall, aber okay. Ich finde, die Frage ist einfach zu allgemein, weil biologisch ist es ganz klar einzuordnen, was biologisch Frau und was Mann ist. Aber das wenn ist man ja das eben nicht nach dem biologischen Geschlecht fragt, dann ist es auf jeden Fall was anderes. Okay. Und das gesellschaftliche Geschlecht ist also dann zusätzlich zu den biologischen zwei Geschlechtern ein Zusatz, oder wie? Na, das gesellschaftliche Geschlecht ist halt eine Frage, wie sind die Klischees der Geschlechterrollen noch so stark, dass man sagen muss, man ist keine, man definiert sich genau anders. Was würdest du sagen, der Duden, der ja bekannt ist, Wörter, Begriffe zu definieren, was steht unter dem Begriff Frau? Ich kann mir vorstellen, dass der Duden das eher... binär sieht, also wahrscheinlich eher auf Geschlechtsorgane oder sowas eingeht. Wie würdest du spontan antworten? Was ist eine Frau? Keine Ahnung. Sie schreiben eine erwachsene Person weiblichen Geschlechts. Ja, genau. Würden Sie da mitgehen? Wenn es um eine biologische Definition geht, ja. Super. Wir sprachen aber vorhin über Anredeformen und bei Anredeformen könnte ich zu der Frau, wenn sie sagt, ich empfinde mich als einen Mann, auch sagen, okay, ich will versuchen inzwischen, dich nicht mehr Claudia, sondern Claudius zu nennen. Ja. Aber es würde nichts an ihrem biologischen Geschlecht ändern, ob sie sie jetzt so oder so nennen. Warum sollte es? So sehe ich es auch. Das biologische Geschlecht bleibt das biologische Geschlecht. Können wir uns darauf einigen? Würde ich so sagen, ja. Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Aber wenn Sie sich eben als Mann definiert oder als nicht binär, dann finde ich, ist das nicht zu hinterfragen, sondern einfach ehrlich gesagt zu akzeptieren und zu tolerieren, ohne der Person irgendwie negativ gegenüber zu begegnen. Nee, das würde ich auch überhaupt nicht wollen. Und das nicht in Frage zu stellen. Ja. Würdest du es in Frage stellen, wenn ich dir sage, ich bin 1,95 groß? Ich kann für mich sagen, okay, glaube ich nicht.
Aber warum soll ich dir jetzt sagen, nein, bist du nicht, oder mich mit dir darauf auf eine Diskussion einlassen? Es geht, es ist doch nicht meine Sache. Also es ist auch einfach ist ja auch Äpfel und Birnen vergleichen. Okay. Kennst du kulturelle Aneignung? Ja. Wenn ich jetzt sage, ich bin schwarz, würdest du das hinterfragen? Ja. Warum? Weil es nicht stimmt. Ich bin auch nicht 1,95. Ja, das stimmt auch nicht. Aber wenn ich sage, ich bin eine Frau, dann stimmt das? Ja, weil es eben, natürlich, es gibt auch genug Studien dazu, dass es einfach eine Geschlechteridentität sich ändern kann oder man sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren kann eher. Das ist ja dann meine persönliche Wahrnehmung und nicht die Realität, dass ich trotzdem also ein Mann bin. Ja, aber das ist ja auch nicht in der Frage drin, was ist eine Frau. Es ist ja nicht, wie sieht ihr mich, wann sieht die Gesellschaft jemanden als eine Frau, sondern was ist eine Frau. Und da ist weder für mich oder für die anderen, aber so würde ich jetzt die Frage beantworten. Okay, gut. Und die U-Bahn würde ich auch nehmen. Jawohl. Hey, vielen Dank. Auch wenn wir da ab und an anderer Meinung waren, super, dass wir uns da unterhalten konnten. Ja, kein Problem. Also, nimm es gerne mit, dann wer weiß, vielleicht willst du ja mal schon. Schönen Tag dir noch, ja? Ciao. Ja. Ich werde irgendwie immer verwirrter. Ich auch. Puh, Regie, bitte jetzt nochmal den Disclaimer aus der letzten Folge einspielen. Danke. Zum Schluss ist es mir noch sehr wichtig zu sagen, dass ich niemanden, der unter Genderdysphorie leidet, mit meinem Denken angreifen oder erniedrigen möchte. Wir erleben gerade, wie immer öfter die Red Pill-Weltanschauung auf die Woke-Agenda trifft. Dass es dabei zwischenmenschlich emotional und auch mal konfrontativ wird, das verstehe ich durchaus. Aber gerade den Gesprächspartnern, die nicht meiner Meinung sind, am Ende der Konversation die Hand zu schütteln, das ist alles, worum es geht. Wir sind nicht auf der Welt, um unseren Gegenüber zu hassen, der anders ist. Und doch sind wir auch nicht zu genau diesem Zeitpunkt auf der Erde, um uns von einem menschenfeindlichen System, auch wenn es sich als sein Gegenteil ausgibt, unterdrücken zu lassen. Die Meinungsfreiheit wird immer weiter und weiter unterdrückt. Informationen werden gezielt zensiert, damit wir sie nicht hören. Und warum? Weil sie ein Dorn in dem einen Auge der neuen Weltordnung sind und dem System gefährlich werden. Ich möchte aber, dass du mir deine Meinung zu egal welchem Thema sagen kannst, auch wenn du perfekt in das in die Menschen indoktrinierte Feindbild passt. Männlich, hetero, weiß und alt oder auf der anderen Seite jung, blauhaarig und feministisch statt feminin. Das System will, dass wir uns hassen, aber ist das auch das, was wir wollen? Dass wir uns alle gegenseitig bekämpfen und uns dabei nie die Frage stellen, wer davon eigentlich profitiert? Nein, also lasst uns dem ein Ende setzen. Eine Ketzer-Originalserie. Wenn du die Arbeit hinter Ketzer der Neuzeit unterstützen möchtest, dann schau gerne mal auf ketzerderneuzeit.com vorbei, wo du unter anderem auch diese wunderschöne Friedenstauben-Kollektion finden wirst. Egal ob auf Shirt, Sweatshirt, Oversize-Shirt oder falls das Gas und der Klimawandel auf sich warten lassen sollte, auf den Pullover kannst du mit dem neuen sonntäglichen Rabattcode eine Mann 10 auch nochmal entspannte 10% sparen. Vielen lieben Dank. Ich unterstelle jetzt mal, dass Sie ein Lebewesen sind und dass auch die anderen Menschen, die man so hier oder da herumlaufen sieht, Menschen sind. Hoffen wir es. Und von dort her dürften sie wahrscheinlich irgendwie biologisch entstanden sein. Und in der Biologie gibt es nun mal Mutationen. Mhm. Das war die Antwort. Okay. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Ja. Die Zahl. Können sich diese Mutationen fortpflanzen? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Biologe und auch kein wissenschaftlicher Arzt. Wie ich das verstanden habe, können sich halt in den meisten Fällen in der Tier- sowie beim Menschen die Fortpflanzungen dann funktionieren, wenn man das männliche und einmal die weibliche Seite miteinander fusioniert. Ja, so habe ich das mal gehört, so eine Verschwörungstheorie. Ich habe da nie drüber nachgedacht und kann deswegen auch nichts darüber behaupten. Nur da ich weiß, dass es Mutationen gibt, schließe ich sie nicht aus, auch nicht im Bereich des Sexes. Und würden Sie sagen, eine Mutation in dem Sinne wäre ein anderes Geschlecht als männlich oder weiblich? Kennen Sie Pferde? Das ist jetzt aber eine andere Frage. Okay, worauf wollen Sie hinaus? Auf dasselbe. Kennen Sie Pferde? Ja. Kennen Sie auch Esel? Ja. Können die sich gegenseitig befruchten? Ja. In welcher Richtung? Ich hoffe mal, dass der männliche Esel das weibliche Pferd schwängert und ja, umgekehrt könnte es auf jeden Fall schmerzhaft für den Esel werden. Es gibt die Möglichkeit, dass ein männliches Pferd, man nennt die Dinger glaube ich Hengste, ein Esel, eine Eselin schwängert und genauso umgekehrt ein Esel eine Stute. Die eine Sorte von dem, was da entsteht, nennt man
Maultier, die andere nennt man Maulesel. Einer von den beiden bei Schreck zu sehen? Wie bitte? Ist einer von den beiden bei Schreck zu sehen? Was ist Schreck? Der Film, wo der sprechende Esel dabei ist. Keine Ahnung. Aber eine Frage. Sie meinten jetzt gerade eine Eselin, das ist ganz wichtig. Sie haben gerade das Gender assumed von diesem Tierchen. Ich muss nur diese Geschichte erst fertig erzählen. Die jeweils entstandenen Früchte sind nicht fortpflanzungsfähig. Und jetzt wollten Sie zur Sprache kommen. Das ist mir lieb. Genau, also würden Sie sagen, es gibt mehr Geschlechter als zwei bei zum Beispiel einem Esel? Bei den Maultieren und Mauseln, die haben glücklicherweise keine Pronomina zu gebrauchen. Deswegen braucht man darüber nicht zu reden. Wir haben es ein bisschen einfacher. Wir haben jetzt hier noch weibliches Geschlecht, zwei X-Chromosomen, Hormone, Östrogen und so weiter. Die biologische Definition und damit wünsche ich Ihnen... Ja, noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für das Interview. Außer Sie haben noch letzte Gedanken zu der Frage, dann würde ich die natürlich gerne hören. Ich wünsche mir auch einen guten Tag, aber Ihnen nicht weniger. Super. Das ist aber freundlich. Vielen Dank. Super. Tschüss, Leo, ne? Leo, genau. Und nicht vergessen, wenn du auf der Suche nach einem starken VPN-Service zu einem guten Preis bist, du findest das Angebot zu 84% unten in der Videobeschreibung, sodass deine Daten geschützt sind und du auf blockierte Inhalte zugreifen kannst.